So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder was ganz Tolles für euch vorbereitet, denn erstmal habe ich ein paar Aufgaben abgeholt und was habe ich da gefunden? Ein Shiny Pandir, das habe ich natürlich direkt gefangen, aber erstmal eine Sananabeere drauf, dass das nicht so hin und her wackelt. Habt ihr auch schon Shiny Pandir gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare, denn die Aufgabe war ja trotzdem relativ selten. Manche haben die noch gar nicht gesehen, manche haben noch nicht mal ein normales Pandir. Da war es jetzt auch Pokédex-Eintrag, glaube ich, weil das war nicht der Hauptaccount, das war der kleine Account, der hat noch gar keins gehabt, verstehst du? Aber egal, kann man sich ja rübertauschen. Finde ich ja immer noch die Tauschfunktion am besten geeignet, eben für Shinies und andere Sachen. Obwohl andere Sachen gibt es nicht, eigentlich nur für Shinies. Alles andere hat meiner Meinung nach gar keinen Sinn, außer vielleicht Lucky Pokémon noch. Und ja, Legendäre kriegt man aus Raids, wie gesagt, Feldforschungen hin und her. Und dann haben wir uns gedacht, es gibt ja jetzt dieses Event mit diesen Geschenken. 30 Geschenke könnt ihr jetzt jeden Tag öffnen. Und es gibt ja jetzt die 2 Kilometer Eier aus den Geschenken, wo die Babys und die Alolas aus den 7 Kilometer Eiern drin sind. Und wir wollen jetzt mal gucken, wir haben 30 Geschenke geöffnet und haben 20 Eier bekommen, sprich also auch 20 Pokémon aus den Geschenken, aus den Eiern bekommen. 20 von 30 sind also 2 Drittel, das ist okay, geht natürlich noch besser. 25 von 30 wäre auch super und 30 von 30 wäre natürlich der Jackpot, aber wir werden das mal im Auge behalten, wie es die nächsten Tage aussieht. Und jetzt wollen wir mal reingucken, die Beute, die Ausbeute, auf der Suche nach Shiny Mobile, ob wir ein Shiny Mobile bekommen haben und was sonst noch dabei war, ob es andere Shinies gab oder gute IV, sonst was. Und angefangen haben wir mit einem Vonera, wie ihr hier seht, das Baby also von Hytera, von Chanera. Und ja, 182, wir haben ja hier schön die Bewertungsfunktion, da könnt ihr auch immer gleich sehen, wo das Ei herkam. Und das ist, ja, hat nur eine 2-Sterne-Bewertung insgesamt, nicht so krass, aus Wien, Österreich auf jeden Fall. Wer in Österreich wohnt und das Ei geschickt hat oder das Geschenk geschickt hat, der weiß ja sicherlich Bescheid. Dann gab es noch ein Mobile, hey, da ist es doch schon. Auch nur eine 2-Sterne-Bewertung, aber aus Berlin, Deutschland, leider kein Shiny, aber kann natürlich Shiny sein, jetzt eben seit dem Event. Dann haben wir noch ein Togepi bekommen, kann auch Shiny sein, da haben wir aber schon 3 Stück, also ist egal, ob das Shiny ist oder nicht, kommt aus Kassel, Hessen, Deutschland, Angriffswert auch auf 15, ist aber auch nicht so wichtig bei dem. Dann ein Isso, sogar mit einer 3-Sterne-Bewertung, da sind die Werte schon besser, aus Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, kann auch Shiny sein, ist es aber nicht. Dann gab es noch einen Knospi hinterher, aus Thema, Thüringen, wer hat denn das wieder geschickt? Verteidigung 15, auch eine 3-Sterne-Bewertung, das sieht doch gut aus. Ein Kusilla noch hinterher mit einer 2-Sterne-Bewertung, aber 15 Angriff, auch aus Thema, kann natürlich auch Shiny sein. Ist es aber nicht. Dann das nächste Mobile, kann ich jetzt schon sagen, das kam relativ häufig, aus Hildburghausen, 2-Sterne-Bewertung, leider kein Shiny. Mauzi haben wir noch bekommen, 3 Sterne aus Hildburghausen, nicht der Rede wert, obwohl das natürlich auch Shiny sein kann und richtig genial aussieht. Das nächste Mobile hier auch aus Hannover, Niedersachsen, Angriff, ja, ist okay, trotzdem nur 2 Sterne insgesamt. Dann haben wir noch einen Sandan, auch Alola Sandan, was Shiny sein könnte, aus Sanchong District, New Taipei City, Taiwan. Bam! Das könnt ihr natürlich, also wer da wohnt, der schreibt es mal in die Kommentare. 2-Sterne-Bewertung aber nur. Das nächste Togepi mit 3 Sternen und 15 Angriff aus Büdelsdorf, Schleswig-Holstein. Büdelsdorf auch noch nie gehört. Wenn ihr in Büdelsdorf wohnt, schreibt es in die Kommentare. Dann ein Vonera hinterher aus Kassel, Hessen nochmal, auch nur 2 Sterne. Noch ein Mauzi aus Rottweil, Baden-Württemberg. Kann auch Shiny sein, ist es nicht. Noch ein Vonera, nochmal 3 Sterne, Verteidigung 15. In der Nähe von Thema Thüringen. Ein Kusilla auch. Das sieht auch relativ gut aus, aus Suhl, Thüringen, Verteidigung 15. Und Magpie haben wir noch, auch nochmal 3 Sterne, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, kann auch Shiny sein, ist es aber nicht. Noch ein Mauzi hinterher aus Hildburghausen, 2 Sterne, noch ein Mauzi hinterher aus Titz, Nordrhein-Westfalen, 2 Sterne, okay. Ein Pichu mit Weihnachtsmütze aus Freilassing, Bayern, 3 Sterne. Und heute war der Tag, also ihr seht die folgenden Tag später, aber heute war der Tag, da gab es eben das Pikachu mit Weihnachtsmütze zu fangen den ganzen Tag.
Am nächsten Tag wechselt das ja und hat einen anderen Hut auf. Und während es Pikachu mit Weihnachtsmütze gab, gab es eben auch Pichu mit Weihnachtsmütze aus dem 2-Kilometer-Ei, aus den Geschenken, wo die 7-Kilometer-Eier sonst rauskommen. Kann shiny sein, hätte shiny sein können, genau wie das Pikachu mit Weihnachtsmütze, hättet ihr auch jetzt shiny bekommen können. Da habe ich aber schon eins, also bin ich gut versorgt und konnte mich ganz und gar auf Quapsel konzentrieren. So, dann haben wir noch ein Raid gemacht zwischendurch. Da gab es noch ein Rayquaza mit 98er mit 14 Angriff leider nur, aber die anderen werden auf 15. Das ist genial. Und direkt nach dem Raid noch ein 98%iges Rayquaza. Diesmal mit Angriff 15, Verteidigung 15, KP nur auf 14. Da steht immer Röhmhild, obwohl das Hildburghausen ist. So, ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir noch zwei Rocket Stops gemacht. Ist jetzt uninteressant. Und das letzte, das 20. Pokémon aus dem Ei von dem Event. Noch ein Mobile. Mit Verteidigung 15, 3 Sternen, aber wieder kein Shiny. Ihr seht also, relativ häufig Mobile dabei, relativ häufig Mauzi dabei und relativ häufig auch Vonera dabei. Leider kein Shiny, ansonsten kein 100er. 98er waren nur die Rayquazas. Aber habt ihr auch schon fleißig gebrütet am ersten Tag? Habt ihr überhaupt so viele Freunde und so viele Geschenke da, dass ihr die 30 aufmachen könnt? Bei mir ist eigentlich immer was da, da freue ich mich, dass es eben jetzt so ist, dass man die 30 aufmachen kann. Leider nichts Krasses dabei, aber das war ja nur ein Tag, das läuft ja noch bis zum 19. August, glaube ich, und ich werde wirklich versuchen, jeden Tag also eine Folge zu machen, wo ich zeige, was alles rauskam, wie viel rauskam und ob wir vielleicht sogar mal schaffen, 30 von 30 Eiern zu bekommen, denn das wäre richtig genial. Das war es aber von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein, was ihr so gebrütet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.